Zum ersten Mal seit 20 Jahren sind in Serbien mehr BürgerInnen gegen einen Beitritt zur Europäischen Union als dafür, so das Ergebnis der jüngsten Umfrage. Im Falle eines Referendums würden demnach 44% einen EU-Beitritt Serbiens ablehnen, 35% würden ihn befürworten. Dazu Präsident Aleksandar Vučić. Ich glaube, dass Serbien einen Platz in der EU hat. Ich glaube, dass wir unseren europäischen Weg fortsetzen sollten und dass wir für unseren würdigen Weg nach Europa kämpfen sollten. Wir sollten unsere Unabhängigkeit bei der Entscheidungsfindung bewahren, zumindest bis wir Mitglied der EU werden. Serbien ist EU-Beitrittskandidat, aber hat auch enge Verbindungen zu Russland und keine Sanktionen gegen Moskau verhängt. Das Land befindet sich in einem außenpolitischen Dilemma. Ich glaube, dass die Umfrage dazu dienen sollte, die Auswirkungen zu untersuchen, die eine mögliche Entscheidung der serbischen Regierung nach sich ziehen würde, wenn sie Sanktionen gegen Russland verhängen und alle restriktiven EU-Maßnahmen gegen Russland akzeptieren würde. Nach Ansicht von Experten wird die gesunkene Unterstützung für die EU-Mitgliedschaft die künftige Ausrichtung der serbischen Regierung beeinflussen.